ihr? Ich habe da einen Befehl ausgeführt, Wilkas Befehl? Nee, Kotlax. Ich hoffe, es ging um etwas Wichtiges. Denn das heißt, ihr wart nicht hier, um ihn zu schützen. Ist er tot? Die silberne Hand. Sie haben endlich ihren Mut zusammengenommen und Jorvas Kran gegriffen. Wir konnten sie abwehren. Schweine. Aber der Alte. Kotlax. Scheiße. Er ist tot. Noch jemand? Nein. Was mit dem? Aber sie haben sich mit all unseren Wutratfahrten aus dem Staub gemacht. Doch ihr und ich, wir werden sie. Da kannst du aber Gift draufnehmen. Hallo, da habe ich einige selber geholt. Den Kampf in ihr Hauptlager tragen. Niemand wird übrig bleiben, um ihre Geschichten zu erzählen. Nur die Lieder von Jorvask werden erklingen. Wir werden Kotlak rächen. Und sie werden ein Ende mit Schrecken erleben. Oh nein. Ich bin zu Hause. Ja, bis dann, Fandal. Nur mal ganz kurz, das Miese an der Sache ist ja, der alte Mann hat uns ja auf die Mission geschickt, damit er sich von einem Lykaner wieder in... Ich muss diesen Spacecore-Mod entsetzen, weil der labert ja in jedem Haus jetzt rum. Damit er sich in einen Menschen verwandelt und sozusagen in die ewige Halle seiner Vorfahren einzieht und nicht der wilden Jagd der Göttin teilnehmen muss. Und jetzt ist er vorher gestorben, bevor wir ihm das geben konnten. Scheiße. Aber das ist richtig cool gemacht, also hier mit solchen Events sozusagen. Na, Farkas, wie geht's? Achso, die halten hier gerade Totenwache, hm? Unser alter Freund. Der gute, alte, einfache Farkas. Ich find's ja ganz lustig, dass, es jetzt so heißt, von wegen, ja, die haben uns gerade angegriffen und wir zwei alleine erledigen jetzt einfach mal diesen ganzen Krieg, den wir schon seit Ewigkeiten haben. Oh. Ist er verwundet oder heult er? Also ich muss sagen, dieser Spacecore nervt langsam ziemlich. Ich glaube, wir packen den mal in eine Kiste da. Bevor wir losgehen. Weil es geht so nicht mehr. Keine Sorge, wir werden sie alle bis auf den letzten töten. Alle. Außer sie haben ein Kind dabei. Oder eine alte Frau. Oder einen alten Mann, da mache ich keinen großen Unterschied. Was für Arschlöcher. Vor allem, nur weil es Werwölfe sind, gleich alle umbringen wollen, das ist so ein Käse. Spacecore, halt die Fresse. Kommt jetzt hier rein. So. Und auf geht's. Achso. Lucia. Schlaf gut, ne? Mama. Es ist Zeit, dass wir gehen. Habe ich denn was für Sie? Ein Geschenk? Nö. Hoppla, entschuldige. Auf mich zu ärgern. Wir können sie mal richtig ärgern. Wir nehmen einfach hier irgendwas raus von ihr. Das Ding hier zum Beispiel. Ja. Jetzt habe ich was für dich. Wow, wirklich. Das hier. Danke. Jo, kein Thema. So, wir gehen los. Noch vor dem Abschied der Tochter eine Freude gemacht. Man weiß ja nie. Hey, kannst du noch irgendwas sagen? Wir werden sie büßen lassen. Könnte ich mir beibringen, Zweihandwaffen besser zu nutzen? Alles eine Frage des Schwungs. Hier, ich zeige es euch. Kostet was, richtig? War ja klar. Naja, 300 ist jetzt auch nicht so teuer. Mhm. Wenn ich mal einen für Einhand finden würde, würde ich es vielleicht sogar mal machen. Aber ich glaube, das ist inzwischen auch teurer. Schnappt sie euch! Hier drüben! Was? Wer gegen wen denn? Fandal ist sogar noch da. Vampirmeister, ach cool. Gut gemacht, Fandal. Bist ein guter. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Ja, dir auch. Dann geh mal gut, komm gut nach Hause, ich hol dich dann ab, ja? Gold. Trottel,
Das kommt hier einfach rein. Das ist meine Stadt. Was ist hier bloß los? Was ist gerade mit den Events? Das hier jetzt seht ihr nicht, okay? Hat's nicht geklappt? Hab ich mich vertippt? Achso, ich muss ihn erst noch anwählen. So. Wie gesagt, ich hab's nicht gesehen, ne? Wie gesagt, ich mag's nicht so, wenn NPCs immer noch... Ich mag's nicht, wenn NPCs einfach so sterben. Also welche, die nicht unbedingt jetzt von mir selbst auch getötet werden würden. Ich will ja nicht, dass die ganze Stadt immer entvölkert, die ganzen Städte entvölkert werden von solchen Events wie Drachenangriffen etc. Deswegen werde ich das auch in Zukunft so machen. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare und ich werde es trotzdem so weitermachen. Weiß dann aber, dass ihr es nicht so gut findet. Und wo müssen wir jetzt hin? Nicht Objekte, Entschuldigung. Wahrscheinlich wieder irgendwo hin, wo wir noch nie waren, damit es möglichst schwer ist, dorthin zu gelangen. Das geht sogar. Bringe die Fragmente von Wutrand in deinen Besitz. Auf nach Festung Düsterhammer, würde ich dann sagen. Hochelfen mit einer dädrischen Waffe. Ah, diese Schweine, sie werden für den Tod des Alten bezahlen. Kotlak hat das nicht verdient. Jemand, der sich Sorgen um... Einfach jemanden umzubringen, der sich gerade Sorgen um seinen Seelenheil macht, ist wirklich nicht gerade das Feine. Kannst du mir noch irgendwas erzählen inzwischen? Oh, da hat plötzlich einen Helm auf. Wir werden sie büßen lassen. Hat er sich wahrscheinlich von einem Vampir geklaut oder so. Nee, auf die habe ich jetzt keine Lust gerade, tut mir leid. Ich laufe da eben außen rum. Ich möchte einfach nur noch die Feinde von uns umbringen. Diese verdammte silberne Hand. Ah, ich habe irgendwie das auch das Gefühl, dass es vielleicht die letzte Mission für die Gefährten sein könnte. Weil... wahrscheinlich hat die silberne Hand selber ein paar Teile von Wutrand. Und was ist... Was soll man bei den Gefährten schon noch machen, wenn der Hauptfeind erstmal ausgelöscht ist, was wir ja jetzt vorhaben? Ach ja. Ich werde, glaube ich, die Werwolf-Gestalt übrigens nicht sehr oft nutzen. Aus dem einfachen Grund, weil sie irgendwie ein bisschen verbuggt zu sein scheint. Zum Beispiel diese angeblichen Schneewölfe, die man rufen kann, tauchen hier irgendwie nie auf. Oh. Sind wir vielleicht in der Gegend von der Quest, die ich so hasse? Weil dieses Leuchtturmsymbol sagt mir etwas. Ich hoffe es nicht, weil ich diese Quest wirklich nicht mag. Gut, da ist schon mal das, wo wir hin müssen. Ich glaube, ich gehe erstmal kurz noch erkunden. Nein, mache ich nicht. Wir müssen jetzt die Feinde bestrafen. Ich lerne mal schießen, du Idiot! Oh, nicht getroffen. Schon wieder nicht getroffen. Hallo? Danke. Wie, Schleichangriff? Der hat mich nicht gesehen, oder wie? Die sind so schön schwach. Ist ja richtig bescheuert, wie schwach die sind. Ich hoffe mal, die sind innen nicht ganz so schlecht. Weil einfach ein normaler Bogenpfeil, der ihn einfach sofort instant tötet, ist ja ein bisschen langweilig. Naja, wahrscheinlich wird es noch schwer genug werden, ich sollte mich nicht beschweren. Ach ja. Dam, 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 dam. Ach, wieder die aufgespießten Werwolfköpfe, ich erinnere mich. Genau so ist gut. Einmal Quick Save. Vielleicht sollten wir auch mal richtig speichern. Einfach, falls mal ein Schnellspeicherpunkt daneben geht, dass wir nicht komplett wieder bis hierhin spielen müssen. Einmal From the Very Beginning, sozusagen. Verdammt. Und triff doch mal. Nicht Fan. Nee, Entschuldigung, aber das geht ja wohl gar nicht. So schlecht zu treffen. Das
kann ich jetzt echt nicht auf mir sitzen lassen. Ich gehe, glaube ich, mal echt in diesen Blickwinkel. Bleib stehen! Du auch. Oh. Oh, keine Sorge. Dir passiert nichts. Außer, dass du stirbst. Entschuldigung. Wollte ich nicht in die Irre führen. Vielleicht ein bisschen. Dass es hier schon wieder so dunkel sein muss. Ein orkischer Bogen. Gegrillte Hühnerbrust. Ich habe die doch gar nicht mit Feuer getötet. Sieht eine Hühnerbrust, hihi. Und hier die silberne Hand. Das brauche ich mir, glaube ich, nicht unbedingt angucken. Und öffnen. Oh. Okay. Einfach versperrt. Nein, nicht das Ding, das Buch interessiert mich. Okay, scheint nichts zu sein, oder? Mal reingucken, vielleicht gibt es hier eine Quest. Nein. Hier ist niemand. Lassen wir die Spielchen. Ich sag dir, ist niemand. Der Himmel hat sich überhaupt nicht gewehrt, oder? Wie ein Schaf vor der Schlachtbank. Aber wenigstens sterben die hier nicht mit einem Schuss. Das wäre auch ein bisschen langweilig, glaube ich. Heilung, Wein, großer Seelenstein. Den nehme ich gerne. Sind das Waffenhalterung oder Folterwerkzeuge hier? Ach nee, doch nicht. Ich dachte gerade, es ist vielleicht... Ah nee, ist es nicht. Ich blätter hier einmal durch, aber ich werde hier nichts vorlesen. Das könnt ihr selber tun, wenn ihr das möchtet. Ich dachte jetzt, wir hätten hier das Buch gefunden, mit der wir die eine Quest abschließen können, aber da habe ich mich geirrt. Das war eher so ein Heftchen über leichte Mädchen gerade. Oder leichte Frauenzimmer, um es mal eher so auszudrücken. Was ich jetzt nicht unbedingt hier vorlesen muss, denke ich. Obwohl es eigentlich recht... eher recht lustig ist, weil es so dumm formuliert ist. Was? Oh. Ist da jemand? Nein. Ja. Oh, der Himmelshand. Au. Ja. Wow, ich treffe einfach so gut. Vielleicht soll ich mal... Vielleicht soll ich doch mal wieder mit dem Schwert kämpfen, weil so wird es langsam ein bisschen albern. Schieß kurz auf 70. Ihr habt gewonnen. Ich du gibst dich nicht. Zwergenkrieg sagst du immerhin. Die werden entweder besser oder eben nicht. Oh, das Buch sieht vielversprechend aus. Ist es aber nicht. Okay. Himmelsrand für Entdecker. Zaubertrank. Hier auch nichts? Nee. Ich sollte jetzt aufhören, jedes einzelne Buch reinzugucken, nur weil es interessant aussieht. Mittendrin ein verbranntes Buch. Sehr seltsam. Moment, was? Die Argonische berichten immerhin keine dralle Markt wieder. Wie sieht's hier aus? Nope. Erlesener Geschmack, das haben wir, glaube ich, auch schon öfter gelesen inzwischen. Pfeile sollten wir wieder mitnehmen, so gut wir können. Schon besser. Ach ja. Was haben wir hier noch? Schmiedehammer und Amboss. Können wir natürlich auch wieder nichts von lernen, typisch. Da ist eine Kiste, die mich irgendwie stutzig macht. Nee, ist aber nichts Auffälliges dran. Ah, mein Dietrich. Wenn das mein Finger gewesen wäre, würde ich mir Sorgen machen.
Yay! Eisenhelm wollen. Naja, okay. Ganz nett. So. Ich muss hier sagen, das Schlossknacken war in Oblivion damals schwieriger. Teilweise war ja ein schweres Schloss echt so gut wie unmöglich. Okay. Fast. So. Sehr gut. Und schon wieder beende ich die Folge kurz, nachdem ich eine Tür aufgeschlossen habe. Mann, das wird doch zur Gewohnheit bei mir. Na gut, wie auch immer. Die Schweine haben den Arm umgebracht. Kotlak. Tut mir leid, dass wir nicht da waren. Aber du hast uns eigentlich selber weggeschickt, also so gesehen. Naja, wie auch immer. Wir rächen dich trotzdem, ne? Ja. Und zwar nächstes Mal rächen wir ihn weiter. Schaltet wieder ein. Tschüss.